Und zack, da ist er schon. Schön großer Spiegelkarpfen, nimmt man auch gerne mit. Und das hier an einer Stelle, ja, an der ich schon lange nicht mehr war. Einfach mal wieder am Bernie auf Karpfen und eine Stelle, ja, die ich schon lange nicht gesehen habe. Die wird jetzt erstmal ausgiebig getestet. Denn hier soll es ganz gut laufen und hier wurden auch schon Trophies gefangen. Tashi hat hier gestern ordentlich rasiert, mehrere Trophies gefangen und da muss ich doch ausprobieren, ob das auch geht. Die Kombination hier ist die ganze Zeit mit, ja, mit Tintenfisch und Krabbe. Also gar nicht so schlecht, schön fischig das Ganze und das soll ganz gut laufen und es fängt auch schon richtig gut an. Ich habe in der Nacht die ersten Ruten reingeschmissen und da war ein bisschen Flause, da war noch nicht ausreichend Futtermische da. Aber mittlerweile muss ich sagen, sieht das doch ganz gut aus. Und hier jetzt gerade schon ein etwas größerer Schuppenkarpfen, glaube ich. Einer von den neuen Schuppis. Die neue Optik sozusagen. Ja, das sieht auch schon so aus. Gar nicht schlecht. Gerade eben war auch schon mal was Großes dran. Das ist dann aber irgendwie abgezogen. Der ist dann ausgeschlitzt. Also es scheint hier wirklich auch die großen Karpfen zu geben. Und das Entspannte ist, es ist nur auf 15 Meter. Das ist halt richtig gut. Bedeutet, man kann hier auch einfach mit, so, komm mal ran hier, mit den Futtermischen rauswerfen, die man eben als in Kugelform sich herstellt. Man muss nicht mal unbedingt hier mit PVA rumhantieren. Ja, und da ist er. Der Schuppenkarpfen, so wie er jetzt soll, in neuer Optik. Cooles Ding. So nehmen wir den noch gerne mit. Also, zack, direkt wieder raus. So, ganz entspannt und locker. Auf die 15 Meter. Und da drüben, der eskaliert auch schon wieder. Und ich muss gleich auch nochmal wieder Futtermische nachbauen. Wir gucken uns das gleich nochmal schön im Detail an, was das denn ist. Ich habe jetzt hier einmal ein Setup ein bisschen kleiner gemacht. Das ist dieses jetzt hier. Da sind jetzt einmal die etwas kleineren Boilies dran. Aber auch das ist gar nicht schlecht. Also das Teil hier ist jetzt so ein bisschen für Frequenz. Und dann sind zweimal die beiden Setups hier. Eins und zwei sind auf die etwas dickeren Brocken aus. Und das hier, wie gesagt, für ein bisschen mehr Frequenz, dass das Karpfenangeln auch nicht so öde ist. Also, gucken wir uns das mal eben an. Wir sind von der Map her hier oben. 120, 155, 154, also so in diesem Bereich. Hier ist dieser Anleger. Und auf diesem Anleger sozusagen stehen wir hier. Und raus damit. Also, 15 Meter weit raus. 15 Meter reicht hier komplett aus. Das Schöne ist, wenn wir bei 15 Meter sind, landen wir genau hier am Ende oder an dieser Kante. 14, 15 Meter herum, je nachdem, wo man steht. Aber wir landen ziemlich genau hier an dieser Gewässerkante. Und wie wir ja mittlerweile wissen, Gewässerkanten sind immer ganz interessant für die Fische. Da gibt es häufiger mal irgendwelche Populationen von Fischen. Wir müssen bloß rauskriegen, was die Population an Fischen mögen. Und dementsprechend müssen wir halt verschiedene Köder testen und die Fische dann anlocken damit. So, da tuppelt es natürlich auf dem kleinen jetzt wieder weiter. Hier aber auch auf der größeren Kombi. Sehr schön. Zack, also da geht's weiter. Dann gucken wir gleich mal hier rein, wie das Setup aufgebaut ist. Auch wieder ganz normaler Schuppi, jawohl. Bisschen kleiner. So. Jawohl, 5 Kilo auch. Und direkt wieder raus hier auf 15 Meter. Und der nächste jetzt hier. So, hier sind wie gesagt die etwas größeren Boilies drauf. Hier geht es dann eben durchaus mal ein bisschen eher auch in den Drill. Wenn ihr das natürlich nicht wollt, einfach die ganze Zeit komplett mit den kleineren Boilies rumhantieren. Aber auch da können natürlich immer wieder auch die großen Brocken drauf reingehen. So. 11 Kilo. Ja, sehr gut. Wieder direkt raus. Und dann gucken wir hier jetzt gleich mal eben rein, wie das Setup aufgebaut ist. Also klassische Haarmontage. Ganz normal basic. Eine der wichtigsten Karpfen-Haarmontagen. Einfach die klassische. Das Ganze hier natürlich so ungefähr auf 30 Kilo. Dann hier mit einem Einser Haken versehen. Und dann mit Tintenfischkräuter Pellets. Und
mit Krabbe. Krabbe und Muschel Soluble, das in Kombination. Hier jetzt dann nochmal mit Königskrabbe als Dip und dann das PVA oder die Futtermische, da gucken wir auch gleich nochmal rein. Das Ganze sieht, ne? So, das Ganze sieht hier genauso aus. Also hier haben wir dann keinen Unterschied. Gleich zusammengestellt. Hier könnte man natürlich jetzt noch ein bisschen variieren, dass man hier vielleicht nochmal einen anderen Dip nimmt, um da wieder zu probieren. Vielleicht klappt das ja besser, wenn man jetzt den Fokus auf die Krabbe legt und nicht so den Fokus auf den Tintenfisch gelegt hat. Und dann sind wir hier nochmal unterwegs. Hier ist nochmal der Fokus ein bisschen mehr auf Tintenfisch. Hier ist zum Beispiel jetzt der Tintenfisch-Dip mit drin. Und auch das funktioniert. Und die etwas kleineren Boilies jetzt hier, 15er und 16er Boilies nur, damit wir hier vielleicht ein bisschen bessere Frequenz bekommen. Und zack, da geht er auch schon direkt runter. Dann nehmen wir den noch auch so direkt mit. Wenn er denn unbedingt will. Ja, wie gesagt, so ein bisschen für die Frequenz habe ich halt immer gerne eine Rute mindestens dabei, damit das nicht ganz so öde ist beim Karpfenangeln und man hier vielleicht 10 Minuten sitzt und wenig geht. Klar, wenn dann so ein großer Brocken reingeht oder eine Trophy reingeht, dann macht das natürlich auch richtig Bock. Und für die Trophys auch natürlich eher die großen Boilies verwenden. Aber so ein bisschen Action ist ja auch immer ganz gut. Wir gucken natürlich nochmal in die Futtermische rein. So, das ist jetzt in dem Fall die Trockenmische. Und hier können wir dann eben auch wieder variieren. Wir haben hier natürlich die Feedpellets. Einmal Tintenfischkräuter. Und hier dann die Krabbe bzw. Königskrabbe mit drin. Hier könnten wir vielleicht sogar noch einmal die Königskrabbe und einmal Muschel mitnehmen. Denn wir haben ja als Köder Krabbe und Muschel. Und genauso gibt es hier natürlich auch Krabbe und Muschel als Dip. So, einmal kurz benannt das Ganze. Fertig machen. Und dann machen wir hier auch nochmal die Kombination. Alles, was es so Fischiges gibt. Also Tintenfisch, Krabbe und Muschel, das Ganze tütteln wir hier schön ins PVA rein und hergestellt. Perfekt, 10 von 10, also sehr gute Futtermische. Die verwenden wir dann jetzt gleich. Guck mal, da ist doch schon wieder was dran. Ja, den nehmen wir doch direkt mit. Und dann werfen wir die auch nochmal ein bisschen nach. Bisher waren nur 10 Bällchen Futtermische an dem Spot und das in PVA-Form. Und jetzt machen wir weiter mit der anderen Futtermische. Da ist sie auch schon, zack, ausgerüstet. Und auch wieder hier raus auf 15 Meter. Das heißt, wir haben jetzt hier nochmal 2 Bällchen drin von der Futtermische. Sind wir jetzt also bei 12. Das reicht auch vielleicht jetzt erstmal. Nicht überfüttern den Spot. Wir wollen ja eine längere Zeit was davon haben. Und dementsprechend ja nicht zu viel Futtermische rein, dass die Fische dann irgendwann übersättigt sind. Und ja, jetzt in der Mittagszeit ist halt eh häufig eher so ein bisschen Flaute. Von daher jetzt das Ganze so ein bisschen ruhen lassen. Wenn jetzt gerade nichts geht, ich sag mal so gegen 16 Uhr, kann es dann wieder richtig gut loslegen. Und dann werfe ich vielleicht nochmal das PVA mit der Futtermische rein, so um 16 Uhr. Und dann hat man eben schön angefüttert für die Abendstunden, damit man dann in den Abendstunden auch nochmal richtig hier rausziehen kann. Ja, so sieht das Ganze aus jetzt hier. In den 11 Minuten, gar nicht so verkehrt. Das war der erste auf der Testroute, bevor ich alles rausgeschmissen habe. Da war sofort schon einer da. Schon mal ein ganz gutes Zeichen, wenn die auch reingehen ohne Futtermische. Dann ist das doch schon mal gar nicht so schlecht. Aber jetzt hier in den 12 Minuten passt das auch. 8 Fische auch schon. Einer ist leider abgehauen, eigentlich 9 also. Ja, und so kann das dann gerne weitergehen. Es wurden auch schon seltene gefangen hier. Also auch die seltenen sollen hier reingehen. Ich werde das jetzt hier schön nebenbei noch weiter testen, werde dann wahrscheinlich auch gleich die letzte Route nochmal auf groß umrüsten, denn jetzt lassen wir das mal mit der Action, jetzt wollen wir nur noch die Trophys haben. Na guck, gerade ausgeworfen mit dem neuen PVA, mit der neuen Futtermische und auch hier wieder mit den kleinen Boilies und es scheint auch direkt wieder loszugehen. Zack, jawohl, bisschen anschlagen. Und dann locker reinziehen. Apropos locker reinziehen, nicht so sehr übertreiben das Ganze. Tatsächlich, ja, man ist es jetzt vielleicht ein bisschen auch gewohnt vom Nordmeerangeln, einfach den Fisch vielleicht so brutal reinzukurbeln. Die Karpfen sind da doch ein bisschen zarter unterwegs. Also wenn man da so sehr hart reinprügelt, erzeugt das halt eher mal einen Ausschlitzer. Von daher die Bremse nicht so hart ans Limit prügeln. Und ja, ein bisschen vorsichtiger damit umgehen und dann lockerer in den Drill gehen. Wenn der Fisch einfach will, dann auch abziehen lassen.
Ja, und dann langsam wieder zurückkurbeln. So, ich lasse euch auch abziehen. Petri Olimils zieht raus die Brocken. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, gefällt mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Bis dahin.